Kantate, ein leerer Platz, Kanon, ein leerer Raum, Musik, ein Spielort, unsichtbare Musik in das große Haus. Es sind eben sowohl Typografien aus Zeitungen oder auch gotische Schriften. Also ich habe bewusst für jeden Buchstaben eine ganz andere Schriftart, auch aus einer anderen Zeit gewählt. Grundsätzlich sind hier 9 Felder aus dem Namen des Hauses Mozarteum, also sind 9 Buchstaben, 9 Felder, aus denen jeweils dann ein Kreis gebildet wurde. Die Buchstaben sind ja auch teilweise verspiegelt und vielfach übereinander angelegt, geschichtet. Also desto häufiger die multipliziert werden, desto mehr löst sich das wirklich auf. Es geht nicht mehr darum, dass das dann noch lesbar ist, es verwandelt sich in eine Art Ornament. Erscheinungsform, ornamental. Eingangssituation, Mirabellplatz, Passion. Die Anordnung der Buchstaben ist von der Musik abgeleitet, nicht? Es ist keine total konzeptuelle Anordnung, sondern es ist so eine gefühlsmäßige, atmosphärische Verteilung. Ich glaube, es sensibilisiert den Raum. Die ursprüngliche Idee war ja, dass nachdem das so ein Haus der Musik ist, auch so eine Art Tanzboden ist, dass man drüber geht, dass man es eigentlich erst sieht, wenn man sich schon mittendrin befindet. Nicht? Also es ist keine Skulptur, sondern es ist eher was, wo man drüber laufen muss, dass man es überhaupt erst wahrnimmt. Es ist eine Zeichnung auch. Es hat ein grafisches Element, aber ja, kriegt da durch das Material auch noch so eine andere Qualität. Durchmessen 300 oder 400 cm, das System der 9 Felder des Wortes Mozarteum. Ich habe versucht, irgendwie mich auf das auch einzulassen, was vom Architekten schon in einer Weise da gestaltet worden ist. Nicht? Und diese Weiß- und Grautöne und so weiter, irgendwie und diese Lichtsituation, eigentlich hat sie dann die Idee präzisiert oder verdichtet, welches Material. Das Material ist ja ein 3 mm Relief, das dann faktisch mit dem Boden in einer Fläche ist. Diese Spuren, das ist beabsichtigt, dass es eine gewisse Patina kriegt durch das Benutzen der Besucher. Dass ich hier auf das Metall gekommen bin, es hat vielleicht auch zu tun, weil Metall eben ein Klangkörper ist. Ich habe immer gedacht, dass das vielleicht hier funktioniert, eher als ein Steinornament. Das ist schon auch in dem Sinn faszinierend, weil ich mit Metall nichts mehr zu tun gehabt habe, weil ich aber die Maschinen gesehen habe, die das machen. Nicht? Weil früher habe ich das noch selbst solche Sachen ausgesägt. Und das ist jetzt mit einem Laser-Cut-Verfahren aus den Platten rausgeschnitten. Ich habe das Metall in dem Sinn
überhaupt nicht mehr in der Hand gehabt bis heute, als ich es reingetragen habe. Primäre Unruhe, Körper, sakraler Körper, mentale und physische Reise in wie einen Tanzboden hinein, Arterialbezeichnung einer Liebe.